Beide die Zähne beieinander. Ja, Jalan klettert schon nach oben, lässt dann Torgosch erstmal unten klettern. Zweimal gelungen, sehr gut. Ja, aber ich habe einmal Schicksalspunkt ausgegeben. Genau, das habe ich gesehen. Nee, Sinnschärfe bitte von Abelmir gegen Ömer. Plus 15. Warum versteckt Ömer sich überhaupt vor Abelmir? Erstmal, Weil ist, immer er, der erstmal Oberkörper kann hat er wie vor allem. er kann sich Ja, erstmal, okay, erstmal kann er ja. sich selbst verstecken, er kann sich jederzeit zeigen, aber erstmal sieht ihn sonst Abelmir nicht. Genau, plus Nö. 15 ist nicht geschafft, das heißt, Abelmir darf ihn erst sehen, wenn Ömer das will. Punkt, das ist jetzt seine Entscheidung. Und Jarlan klettert dann schon nach oben. Torgosch roscht nochmal kurz ab und kann dann wieder seinen Stiefel in die Trittleiter stellen. Der Erste, der oben ankommt, kriegt sozusagen wie aus dem Nichts Ömers Hand dann gereicht, um sozusagen raufzukommen, die letzten Schritte, weil man ja oben die Leiter nicht mehr vernünftig anpacken kann, auf den letzten Schritt. Ah, danke. Wollte Iolaus noch weiterreden oder warst du fertig? Ich war noch fertig. Also, ich wollte noch einen Zauber vorher auf alle machen, das habe ich verdrängt. Den hatte ich aber dir angekündigt, dass ich habe in meinem Start einen Schleier der Unwissenheit, den wollte ich vorher auf alle machen. Kannst du gerne tun. Jalan hatte schon die Kletternprobe gewürfelt. Du hattest ja noch das Gespräch und da wurdest du unterbrochen. Also ich glaube nicht, dass Jalan so unhöflich ist und dann schon vorklettert, während du noch redest. Ich glaube nicht, dass er so ein Arschloch ist. Nein. Siehst Ich du, hatte ihn siehst halt, ich dachte, ich hätte ihn damit erstmal ruhig gestellt, von wegen halt du. Überbrochen erzählt, eine dass er ganze damit Zeit lang, klettern wenn er sollte. hochgeklettert ist und wenn es nicht hochklettert, kann ja locker das Gespräch Ich wollte führen. gerade sagen, könnt ihr noch weiterreden. Ich möchte, bevor wir weitermachen, ganz kurz die Ausrüstung geklärt haben. Ich habe nämlich wattiertes Unterzeug nur an und in einer Ledertasche neben mir mein zusammengefaltetes Kettenhemd. Der Rest ist am Gaul. Irgendwas ist bei mir seltsam. Wieso habe ich eine BE-Behinderung von 12? Das weiß ich nicht. Hast du Wunden oder sowas? Da muss man unter Kampf gehen und dort unter Rüstung, was da Ja, eingetragen da steht ist. eigentlich ein BE-Mod von 2, aber. Dann schauen wir mal gemeinsam Ist es rein. vielleicht bei deinem Talent? Hast du vielleicht bei Charakter. deinem Talent Klettern die BE falsch eingetragen? Deine Werte Vielleicht sehen BE gut mal aus. 6? Kampf. Klettern. Behinderung mal 2. Talentwert ist 8. Kampf. Hast du vielleicht noch Ausrüstung angeklickt und deswegen hat der Ausrüstungs-BE ohne Ende bei Ja, dem Tank? das ist der Fall. Du hast 1100 Unzen Gewicht, was natürlich aktuell nicht der Fall ist. Ja, klar, gut, die habe ich natürlich nicht dann. Ich habe eigentlich nur, ja, wie wir gesagt haben, relativ unauffällige Kleidung an. Mein Stab dabei, mehr nicht. Deine schweren Sachen sind wahrscheinlich wie unsere Sachen auf dem Wagen oder die Ja, ganz genau. schweren Sachen, die du nicht brauchst. Vielleicht Winterkleidung schon beim Zwerg in der. Ja, war auch so eine Talentprobe, ja, hatte ich es geschafft, also von den Werten her. Genau. Also ich wollte nur kurz gucken, wo das herrührt. Deswegen war eben auch wichtig, du wirst sicherlich nicht mit Behinderung, nicht mit Winterzeug und so einem Blödsinn wirst du hochsteigen. Also eine von zwei Proben, ne? Jeder sollte doch zwei schaffen. Zwei Stück brauchen wir, genau. Es ging jetzt erstmal nur um die erste, damit wir wissen, wo die Behinderung herkommt. Ja, das hat mich jetzt überrascht, deswegen. Gar kein Problem. Dann noch die zweite, bitte. Dann nennen wir das 8. Behinderung dürfte 0 sein. Wie wir alle klettern gelernt haben. Ja, super, mit dem Er ist immer noch 8. Ja, Ja, ich klick gerade hier weiter noch raus auf seinem Inventar. Okay. Ich bin gerade immer noch dabei, rauszuklicken. Danke. Also, wie gesagt, wenn du noch möchtest, kannst du weiter einen Schleier der Unwissenheit zaubern oder so. Ja, Ja, zumindest der ist im Stab. die Ich mach, Kletternproben sind am ich berühre Start. einfach alle einmal und dann ist wirkt er. Dann kommt ihr nach und nach oben an. Kann Das euch wollte ich machen, damit immer. die Gotongis uns nicht zugucken. Deswegen habe ich auch über Preis geredet. Ich habe es nicht vergessen zu sehen. Gut. Kann euch immer die Hand reichen, euch nach und nach so einen sicheren Trittstein anbieten Ich und einen denke, wenn wir da sicheren oben zu viert sind, wird Metalltor. irgendeiner von uns die Sicherstellenprobe so schlecht schaffen, dass Abel mir uns sieht. Gar kannst du davon ausgehen. Vor allem, aber ihr wartet ja auch darauf, dass jetzt irgendwer kommt. Und wenn ihr halt, Ja. wenn ihr laut seid oder so. Wir sind nicht laut, aber grundsätzlich, ne, er wird uns sehen. Und da wird Ömer sozusagen, wenn niemand was dagegen hat, erstmal also erst vorgehen und übers Aquädukt geduckt schleichen, den Bogen in der Hand, einen Pfeil aufgelegt und Richtung zu dem Aquäduktloch in die Dunkelheit hinein zielend, nicht aber schielend und dabei hier drauf hinzulaufend, um ins Aquädukt dort einsteigen, übers Aquädukt dort einsteigen zu können in den Palast. Im Inneren sind natürlich auch weitere Fackeln, Pechfackeln, irgendwelche Bassins mit Flammen aufgebaut, sodass es dann schummriges Dunkel gibt. Ich Kannst du auch trete dann. erkennen, wie Jamel mir da steht. Ja, ich trete dann wahrscheinlich, wenn ich die Leute draußen hochklettern habe, sehen, stelle ich mich in sozusagen, dass Abdulon Ömer mich sehen kann. Und ich hoffe, er kennt mich.
Ja, erstmal bleibt er stehen, zieht den Bogen und seine Augen werden groß und dann entspannt er den Bogen wieder, lässt den Pfeil auf der Sehne und kommt auf dich zugelaufen weiterhin. Er war wohl erstmal erschrocken, dass da irgendwer ist und wollte schon anfangen zu schießen. Obwohl ich sie gesagt habe. Würfel mal eine sich verkleiden, Theonin. Sekunde. Wo ist denn er da? Unter Gesellschaft? Ja. Schauen wir mal, wie erschwert die Sinnscheffe für immer wird. Erleichtert um drei. Musst du nicht würfeln, interessiert mich nicht. Machen wir trotzdem mal, aber ja, kein Problem. Schade, ja, das wird schon die bekommt, ja, dazu kommen wir noch. Ja, während ihr nach und nach einsteigt, könnt ihr es an der Tür hören, wie irgendjemand dagegen hämmert. Metallplattenpanzer, Panzerhandschuh gegen Holztür. Man schaut sich im Raum um, wo man vielleicht unter der Decke sich hinhängen könnte, wenn man besonders gut klettern oder springen kann, um ja irgendwie eine besondere Assassinierungsposition zu haben im Notfall. Wenn wir das Anlauf draußen hören, gegen die Wand kannst du dich an der Kommode abstoßen. Und dann nur auch so ein genau darum geht's mir. Und dann irgendwie dann oben vielleicht um einen Balken greifen, hochziehen und auf den Balken stellen. Ja, da will ich nicht unbedingt klettern, aber sowas wie eine Athletik plus 10. Ja, dann gehen wir mal 5 ASP aus und weichen aber Körperbeherrschung aus. Nein, 5 ASP. Ich gebe mal 3 ASP aus. Das sind 6 Punkte. Genau, dann kriege ich 6 Punkte dazu. Und dann hoffen wir, dass es klappt. Das ist jetzt ziemlich riskant, was ich tue. Was tun die anderen? Wenn man das Hämmern draußen hört, halte ich einmal die Faust hoch, um den anderen beiden zu bedeuten, dass wir stehen bleiben sollen. Genau. Nicht in den Raum vordringen, wenn da drin noch Dinge erklärt werden. Richtig, richtig. Ja, ihr steht jetzt am Bassin, steht noch oben auf dem Rand, während Ömer schon heruntergesprungen ist, sich einmal abgerollt hat, sofort dann gegen die Kommode gegengetreten, sich hochgestoßen, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit auf so einem Balken, irgendwo 3 Meter Höhe, ihr wisst gar nicht, wie er dagegen gelaufen ist, gegen die Wand, aber plötzlich ist er verschwunden in den Schatten. Versteckt euch! Aufmachen! Verstecken, los! Ja, ich geh schon mal zur Tür, guck mich nochmal um, ob sie jetzt alle versteckt sind. Können wir es wieder ein Stück nach draußen zurückziehen, ohne dass man dann sieht, oder ist hier zu wenig Platz? Auf ein Aquädukt oder, also, könnt ihr euch natürlich ins Wasser legen. Kann ich nicht einfach wieder von dem Aquädukt das Stück runterklettern, dass wir da gerade hochgeklettert sind? Wie weit ist das? Mit noch einer Kletternprobe kannst du dich wieder zurückdrängen und dann auf die Leiter stellen. Nicht, dass du dann in der Geschwindigkeit, jetzt auch gerade wenn es so rutschig ist, mit dem Wasser abrutscht, könntest du tief fallen in den See. Ja, aber ich kann mich nicht ins Wasser legen, das geht auch nicht. Weißt du was, ich bin einfach ich selbst. Ich springe runter und stelle mich neben Theonin. Der hier in Verkleidung ist und du nicht. Ja, ich bin aber geladen. Okay, dann brauche ich auch nicht mehr klettern. Jetzt ist Steph eh aus dem Fenster. Stellt euch wenigstens hinter die Tür. Also mal eine Kletternprobe. Okay. Das passiert alles gleichzeitig. Du hast keine Ahnung, was Jalan tut. Ja. Siehst du es doch nicht so? Ich will mich unter einem Wäschehaufen verstecken. Okay. Sich verstecken erleichtert um 5. Ich stehe hinter der Tür. Was springst du in so einen kleinen Wagen mit Uniform und stickt widerlich. Hast du Eitelkeit? Du hast Eitelkeit. Dann machen wir eine Selbstbeherrschungsprobe, damit du jetzt lang genug in dem Wäschehaufen liegen bleiben kannst und dich mucksmäuschen still verhalten kannst. Also Selbstbeherrschung plus Eitelkeit, genau. Geht auch darum, dass du lange genug da die dreckigen Unterhosen auf deinem Gesicht behalten kannst. Ich schipp die 19. Ist okay. Ist sowieso gleich vorbei der Abend. Es wird weiter gegen die Tür gehämmert. Aufmachen! Im Namen des Marschalls! Geduld, ich bin ja schon da. Stell mich hinter die Tür, Frosty. Was krieg ich auf? Aber Iolaus hat die Probe nicht geschafft, ne? Minus 1. Nee, ich hab. Ja, minus 1 habe ich jetzt insgesamt noch. Genau, nicht geschafft. Ja, dann kann Jerodin sich hinter die Tür stellen und es gibt weiteres Kratschen, Quietschen von der schweren Kommode, gegen die immer gerade gegengesprungen ist, damit die Tür wieder öffnenbar ist.
Ja, wenn sie alle versteckt haben, so ich umblicken kann, würde ich die Kommode beiseite schieben und die Tür halb öffnen. Ja, ja, ist was absolut, ist los? Eine absolute Katastrophe. Jalon steht einfach überhaupt nicht versteckt hinter der Tür. Der Kopf von Iolaus ragt gerade wieder aus dem Wäschehaufen, zieht sich da gerade eine Unterhose aus dem Mund. Und du siehst, wie der Zwergenkopf von Torgosch da sich rüberlehnt, hängt da auf der Leiter. Ja, die Tür wird aufgemacht. Drei Irrhalkengardisten stehen an der Tür. Sind wohl vom Range her so hoch wie du. Warum habt ihr die Leute weggeschickt? Wollt ihr mich verarschen? Ich habe einen Befehl von Asmodeus. Was soll das denn für ein scheiß Befehl sein? Wollt ihr wirklich Asmodeus hinterfragen? Interessiert mich doch nicht, was so ein Kleid-Rockträger sagt. Er ist der Hof, Markus. Bedenkt eure Worte. Oder wollt ihr in den Minen dienen? Wir haben den ganzen beschissenen Hofstaat eingeladen, die oben in der Halle des Throns bedient werden wollen. Und ihr wollt jetzt den Wasserabschnitt jetzt verbarrikadieren? Wollt ihr mich verarschen? Warum habt ihr jetzt diese Truhe davor gezogen? Hab ich doch genau gehört. Ich musste etwas erledigen für Asmodeus. Wenn ihr wissen wollt, was, dann fragt ihn selber. Ich bin nicht befugt, euch Auskunft darüber zu erteilen. Jetzt kommt dieses Hinschärfe gegen deine Verkleiden. Schaut dich an, kneift seine Augen zusammen. Ist deine Rüstung eingelaufen, oder was? Was? Komm mal raus. Wollt ihr sagen? Ich trete auf die Tür, zieh die Tür hinter mir zu, aber... Ich gebe den anderen ein Attack-Symbol. Einschreiten? Fragezeichen. Ömer hat auf jeden Fall den Bogen gespannt, zielt auf den ersten, den Hauptmann, der mit dem spricht, aber... Du siehst da so einen halben Helm oder ein Helmvisier hinter der Tür aufragen, aber... Ja. Okay. Aber wenn er sagt, ich komme mit und er geht raus, dann wird Ömer nicht schießen, dann wird er gar nichts tun. Er ist total baff. Ich habe dich hier noch nie gesehen, Freundchen. Und deine Rüstung scheint wohl nicht wirklich zu passen. Sekunde, ich kram jetzt so diese Vollmacht heraus. Hier, seht selbst. Könnt ihr lesen? Nein, lies vor. Hiermit bestätigen wir, Asmodeus von Andergast, Hofmagus zu Yolgomak, dass die Person, die diese Schreiben mit sich führt, in meinem Auftrag handelt. Asmodeus von Andergast. Freifahrt scheint für alles, willst du mich verarschen? Ich will nicht verarschen, ich will dir nur die Spielfehlstruktur erklären, nahebringen. Und Asmodeus hat jetzt gesagt, du sollst für einen Tag dich hier einsperren. Was soll das denn für ein beschissener Befehl sein? Er gab mir Befehl, etwas in dieser Kammer zu tun, was euch nicht im Mindesten angeht. Wenn ihr diesen Befehl nur fragen wollt, dann wendet euch an Asmodeus. Wollt ihr das? Einen Tag wollt ihr euch hier einsperren? Nein. Ich habe gesagt, die sollen hier verschwinden für diesen Tag. Ja, das ist doch das... Was soll ich denn jetzt tun? Glaubst du, ich laufe jetzt zu Asmodeus und lass mir von ihm irgendwie die Dinge erklären, die er mir sowieso verschweigt? Verdammt nochmal, wir brauchen das Wasser. Wir haben hohe Gäste geladen. Scheiße, da oben im Thronsaal stehen zwei Riesen, zusammen mit dem verdammten Drachen, Mann. Weißt du, wie viel die saufen? Ich kann es mir gut vorstellen. Mein Auftrag ist hier gleich erfüllt. Dann habt ihr die Kammer wieder für euch. Du hast 10 Minuten, danach interessiert es mich nicht. Dann schlage ich dir einfach den Schädel ein. Dann nehme ich mir diese Erklärung. Ich habe da nämlich keinen Namen drauf gesehen. So. Dann ist das nämlich eine Erklärung, die ich mir auch annehmen kann. 10 Minuten, danach bist du hier verschwunden. Gut. Dreh mich wieder um. Öffne die Tür nur so weit, dass ich durch diese Tür schlüpfen kann und schließe die dann mal wieder. Besorgte Blicke. Er lugt nochmal rein und versucht da irgendwas zu erkennen, aber so wie die Tür geöffnet wird, kann er da gar nichts sehen. Wir sollten uns beeilen. Ach nein, habt ihr die Uniform? Da dort, Nägel. Seht ihr? Ich winkt dir den Rest mal herbei, inklusive Ömer im Gebälk. Überhebt die 3 Meter einfach runter und landet einfach neben dir ohne Probleme. Mal wieder im Gebälk, ja. Und dann wird er angezogen. Wir haben 10 Minuten. Beeilt euch. Ah, sich verkleiden erleichtert um 5. Für euch alle. Lass mich von Ömer anziehen. Du lässt dich von Ömer anziehen?
Immer, könnt ihr mal kurz... Sitzt das richtig? Ich bin hier selbst beschäftigt. Tut mir leid, Gegen mich hatte doch keine Rachsucht. Nee, gegen einen habe ich keine Rachsucht, nur eben, ich finde, dass ich selber mit meinen eigenen Sachen auch beschäftigt bin und dass wir 10 Minuten haben, um eine fremde Sache richtig anzuziehen. Kann ich aber mit dir selbst beschäftigt. Gegen wen hast du denn Rachsucht? Gegen Iolaus. Ich dachte, gegen... Ich auf meinem Forumsbeitrag drin. Ja, ich hätte einfach nur irgendwas ganz unnötig gesagt, ich sollte die Fresse halten, um das Fresse halten zu sehen. Ja, ich dachte gegen Jalan, da war wohl so viel geschehen. Nein, ich habe doch gar nicht gegen immer geschossen. Jalan hat gar nicht gegen mich geschossen. Ach, ihr habt doch ständig irgendwas. Nein. Immer keine Zeit. Zieh dich selber an. Kann ich jetzt auf Etikette ableiten? Weil ich weiß ja, wie man sich in Uniform anzieht. Das ist auch beides Gesellschaft, ne? Dann ist es nur eine plus 5. Zählt andere Rassen? Zählt, ne? Es ist eine andere Rasse. Es ist eine kleinwüchsige Uniform für Menschen. Andere Rasse würde ich zulassen, klar. Okay, den cool. Den Bonus da abgreifen kannst, ne? Ja, richtig. Ah, volle 9 Punkte. Erleichtert, Iolaus, erleichtert um 5. Ich habe auch Etikette abgewandert. Achso, aber erleichtert um. Plus minus 0. Ja, das ist plus minus 0. Gut, in dem Fall erleichtert um 5, die sich verkleiden. Warum war das? Ja. Eine sich verkleiden erleichtert um 5. Und wenn ihr ableitet, ist es eine plus 5. Also plus minus 0. Ja, gut, ich hab mich sich verkleiden ohne Erleichterung gewürfelt, weil ich das zu früh gewürfelt habe, bevor ich die plus minus 5 gewürfelt habe. Alles gut. Ich glaube, jetzt dann muss man 13 Sterne bei mir. 12 Sterne bei mir kriegen. 10? Torgosch, was ist mit dir los? Das ist die Erschwernis, nicht die THP-Sterne. Trotzdem. Ja. Guck hier. Auf den THW-Junge. Nee, aber die Sterne sind wichtig. Ja, ich habe mir halt gedacht, Jogo Mack, Leute, sich verkleiden, lügen, könnte wichtig werden. Das ist eine konträre Probe gegen die Sinnschärfe. Ja, aber wir legen sozusagen vor, mit sich verkleiden eigentlich, und da ist die Max-Erschwernis nicht mehr so wichtig. Trotzdem, ist krass. Okay, dann seid ihr verkleidet in ihr Halkengardisten-Form ohne Waffen. Ich hab meine Waffen. Ihr habt keine Ehalkengarde-Waffen. Du meinst, ich hab keine. Ich hab eine Orgaschelle. Hast du die mitgenommen? Ich hab nicht gesagt, ich nehme sie mit, aber ich hab nicht gesagt, ich nehme sie nicht mit. Du hast deinen anderen. Also ich gehe erstmal davon aus, du hast deinen anderen Halbhänder. Ich gehe auch davon aus, ich habe mein Kurzschwert, weil es ist ein Kurzschwert. Kurzschwert würde ich dir auch zulassen, das ist allerdings leider keine Ehalkengarde-Waffe. Keine normale. Nur die keine Waffe haben, die könnten sich ja normale Dienstbotenkleidung nehmen. Wir könnten den Plan ändern. Also, Ömer sagt, das macht keinen Sinn, dass ich das Zeug anziehe. Die ersten 5 Minuten sind um. Ömer zieht die Gardisten wieder Rüstung wieder aus, bleibt in seiner normalen Rüstung. Wir könnten den Plan ändern und ich tue einfach so, als wäre ich selbst, denn ich bin schließlich eingeladen. Okay, wo treffen wir uns? Los jetzt. Wo wollen wir hin? Also, warten kann man. Okay. Welche Etage sind wir und welche Etage müssen wir? 2 über uns, oder? Müssen wir. Ja. Gut. Immer Theonin, ihr sucht am besten dort einen guten Ort, an dem man sich verstecken kann und weist uns dann dorthin. Ihr beide, ohne Waffen. Durch den Dienstboden dann. Immer geht vor. Ich ziehe mich als mich selbst an. Gut. Dann, wir fangen, Ömer geht als er selber. Du willst vorgehen, hattest du eben gerade gesagt. Dann möchte ganz gerne gucken. Hier stehen ja bestimmt in den Gängen irgendwelche Statuen. Du machst jetzt die Tür auf? Ömer wird jetzt aber die Tür aufmachen, klar. Dann würfel mal bitte eine sich verstecken Probe. Ja, okay. Ich erstelle dir um 5 Punkte. Als die Tür aufgeht, kannst du sehen, wie 3 Irrhalkengardisten davor stehen. So ungefähr in der Fernung 10 Meter, die an der Wand lehnen und mit verschränkten Armen dort stehen. Ah, dann geben wir nochmal eine ASP aus. Und hätten noch 7 Sterne deswegen übrig. Gut, 7 Sternchen. 1, 2, 3. So, Wachen werde ich mit 10 ansetzen. Dann werden sie. Was ist das erste bei Sinn? Das erste ist Klugheit. Klugheit, Intuition, Klugheit werden die meisten Wachen wohl nicht so toll haben. Dann haben sie Klugheit auf 10. Das sind 6 Punkte 6. auf die 16. Plus dann sind noch 4 Punkte, schaffen sie nicht. Die Tür geht auf, gucken langsam mit ihrem Kopf dahin, zumindest einer von ihnen. Kann seinen Kopf schnell wieder zurückziehen. Die Tür steht jetzt erstmal offen. So einen kleinen Spalt. Sei denn, ich werde den drüben. Man schaut Theonin an, macht Handzeichen. Und ja, kannst du die Handzeichen erkennen? Kannst du Attack, Theonin? Nein. Ich kann auch. Dann kann Hero den erkennen, von wegen, da sind welche. Und dann sieht man ihn, wie mit dem Finger da den Gang entlang zeigt. Ihr könnt jetzt hören, wie Schritte näher kommen.
Ausschalten oder abwimmeln, entscheidet euch. Aber sagt es mir. Abwimmeln. Ömer geht erstmal zwei Schritte vor der Tür weg und versteckt sich da in der Nähe vom Wäschekorb, hinter dem Wäschekorb kniend. Ich verstecke mich auch erstmal wieder hinter der Tür. Dann wimmelt sie ab. Wir sind gleich soweit. Ein paar Minuten habt ihr noch. Kommt ihr jetzt schon raus, ja? Ja, treten näher an die Tür heran und mit einem Handschuh werden sie gegendrücken. Moment! Sehen jetzt, wie ihr im Raum steht. Was haben wir für Uniformen? Haben wir höherrangige Uniform oder niedrigrangige Uniform an? Alles so irgendwo im Mannschaftsdienstgrad. Also sind die über uns? Nein, ja, wir sind so wahrscheinlich alle gleich Soldaten, die jetzt gerade da genau, sind. Genau, irgendwelche Soldaten, irgendwelche Gefreiten, Obergefreiten, Hauptgefreiter, sowas in dem Dreh wird es sein. Ja, okay. Schauen euch so ein bisschen verwirrt an. Der Zwerg zuppelt nochmal ein bisschen an seiner leicht zu großen Rüstung, passt aber. Und schauen jetzt ein bisschen verdutzt. Wo kommt ihr denn her? Inspizierung vom Aquädukt. Wie befohlen. Wieso? Ja, warum sagt ihr das denn nicht? Warum muss da hier so ein Geheimnis drum gemacht werden? Ich wusste nicht, dass es ein Geheimnis ist. Entschuldigen Sie. Ich dachte, es wäre eine ganz normale Inspizierung. Schon zu Iolaus? Du siehst aus wie ein Bediensteter mit einem Besen in der Hand. Okay, also du hast jetzt einen Magierstab. Wie sieht dein Magierstab aus? Wie ein Stab. Das Ende ist so ein bisschen knorriger, aber da habe ich dann jetzt, das habe ich zum Besen gemacht. Okay, also das, was jetzt besonders aussehen könnte, mit irgendwie Stroh oder irgendwie so Unrat, was am Boden rumlag, hast du dann dran gebunden irgendwie. Ja, ich habe schon im Vorfeld, hatte ich ja gesagt, ich bin Stroh, damit es aussieht wie ein Besen. Ihr schickt alle raus und was macht dann der Knilch da? Ja, irgendwer muss die Rinne ja sauber machen, das mache ich doch nicht selber. Und ihr könnt auch mal schneller arbeiten. Und dann hau ich jetzt einmal Iolaus. Ja. Also ich will ihn umschubsen im Grunde. Herr von Dunkelstein, was macht ihr denn hier? Also dann glaube ich, warte mal hier drauf, muss ein bisschen Wasser zu kriegen. Ja, ihr könnt doch den Malucken hier, könnt ihr doch auch sagen, dass ihr Wasser braucht. Ja, nur haben die Malucken mir gesagt, der Wasserraum sei zu. Deswegen bin ich doch überhaupt erst hierher gekommen. Ja, zum Glück kenne ich den guten Obergefreiten hier. Er hat mich reingelassen. Wendet er sich wieder an Tionin. Wollt ihr mich verarschen? Warum lasst ihr hier uns nicht rein? Dann kommt der Dunkelsteiner und dann gebt ihr ihm Wasser. Müssen hier alle durch den Palast laufen. Genau wegen so einem Scheiß werden die Bediensteten nicht rausgeschickt. Ja, kümmert euch nicht weiter darum. Ja, mach bloß meine Befehle. Wir sind hier fertig. Ihr könnt jetzt die Wäscher wieder hineinschicken. Los. Gut. Ja, die und? Drei bleiben erstmal da. Einer von ihnen wird dann weggeschickt und geht dann erstmal über den Flur in Richtung Bediensteten, wo auch immer die rumstehen. Während das in ein paar Schritte sich entfernt, lugt immer mal ganz kurz über den Wäscheeimer drüber, ob da noch jemand steht in dem Raum von den Feinden. Zwei Leute stehen da noch. Gucken sich so ein bisschen um, Hände in die Hüfte gestellt. Mustern argwöhnisch, ja, jetzt wie es so weitergeht, die Bediensteten, auch was Dunkelstein jetzt macht. Ja, immer greift man mit einer Hand halb blind um diesen Wäschekorb herum, in diesen Wäschekorb herein und fummelt mal ein, zwei Sachen an der Seite, versucht da heimlich rauszufummeln, in der Hoffnung, dass er jetzt irgendwie Dings daraus kriegt, Bedienstetenkleidung. Hat er Theonie eine Waffe? Natürlich eine dreckige Bedienstetenkleidung ist das dann, aber ja, besser ist als keine. Ja, okay, hast du Bedienstetenkleidung in der Hand, im Handzippel? Ja, dann zieht man die sanft raus wird... Ja, leise versuchen, so gut es eben geht, seinen Säbel aus dem Gürtel zu ziehen, den Bogen auf den Bogen zu legen, den Pfeilköcher von der Hüfte abzumachen und anfangen, sich dahinter in diese Bedienstetenkleidung reinzuzwängen. Oha. Und dann sozusagen noch ein bisschen irgendwelche andere dreckige Kleidung nehmen und sozusagen seine eigenen Waffen sozusagen darin einzurollen, dass man das erstmal nicht so sehen kann. Mach mal eine normale Schleichenprobe. Es ist erstmal gedämpft durch die Wäsche, die über dir liegt. Aber das muss natürlich leise geschehen und danach brauche ich noch eine Sich-Verkleiden-Probe. Auch das würde ich dir jetzt erschweren um 5, weil du es in Dunkelheit machst und in diesem Wäschekorb und du musst leise sein. Ja, ich würde für die Schleichenprobe, ja, keine Eisberg geben. Das geht auch so. Zum Glück ist hier unser Profi am Werk. 6 Sterne nur übrig? Ja. Sich verkleiden. Und sich verkleiden um schön 5.
Doppel 1, 14 Sterne. Doppel 1. Die 2 Leute. Junge! Alt, geh nach Hause, du bist besoffen. Ja, blitzfeine Kleidung. Hast du dir irgendwas Besonderes gegriffen? Also da liegt jetzt, vielleicht liegt da auch irgendwas rum, was da nicht hingehört. Ömer hat da einfach mal reingegriffen und hat es angezogen. Er weiß doch gar nicht, wie Bedienstet hier aus in dem Laden. Hätte auch sein können, dass da noch irgendwie eine Uniform... Das ist wohl die besondere Kleidung aus Versehen gewesen, wegen der Doppel-Eins. Ja, also möchtest du noch irgendwie... eine Magierrobe in Schwarz und Rot mit Siegeln von der Akademie. Ja, dann habe ich die jetzt aus Versehen erstmal angezogen und eine Robe. Ja, es gibt ein paar auf dem Gang, könnt ihr dann hören, wie ein paar andere Leute dann euch entgegen rennen, nicht unbedingt sprinten, irgendwelche Hausschuhe, die da über den schlappen und dann kommen nach und nach 10 Leute hinein, Bedienstete, die dann jetzt anfangen, Wasser zu schöpfen. Und in dem Moment, wo ich höre, dass noch mehr Leute kommen, wird sozusagen die Ausrüstung eingerollt und man rollt sich in der Ecke so ein bisschen zusammen, wie als wenn man vielleicht jetzt hier ein Mittagsschläfchen gehalten hätte. Jetzt kommt die schlechteste Ausrede der Welt, aber die wird immer durchziehen. Ja. Macht zu, ihr Maden! Seht, dass ihr fertig werdet! Es muss alles nach oben, auf die ganz andere Seite des Palastes!